Wir leben ja in einer Modellwelt. Alles, was wir tun und machen, machen wir mit Klimamodellen. Und ja, entsprechend ist auch alles, was hier jetzt steht, Klimaengineering, kein Weg oder ein Weg im Klimawandel. Nächste Folie bitte gleich. Tatsächlich eben die Modellwelt. Wir machen nur Modellexperimente auf unseren großen Computern und keine Experimente und Anwendungen in der Natur. Und es sind auch solche Anwendungen von uns nicht geplant. So, kann es gleich weitergehen. Und mit diesen Modellen stellen wir uns schon die Frage, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Wir verwenden Klimaprojektionen. Wir nehmen eben große Computer, das geht nicht so auf einem kleinen PC zu Hause, und lösen darauf Gleichungen, physikalische Gleichungen für Atmosphärenphysik, Ozeanphysik, für Landprozesse und auch für Kohlenstoffpreise. Und all dies zusammen bildet dann unser Erdsystemmodell. Diese Gleichungen werden auf Gitterpunkten gelöst. Wir legen, wie in dem Bild hier auch zu sehen, oben über die Erde ein Gitter. Nicht nur ein Gitter, sondern meistens ungefähr 90 Stück vertikal übereinander. Und an jedem dann entstehenden Gitterpunkt lösen wir diese physikalischen Gleichungen. Insofern fragen wir uns natürlich damit, wie entwickelt sich das Klima, wie können wir diese Modelle nutzen, um einen kleinen Blick in die Zukunft zu geben. Und dafür verwenden wir Emissionsszenarien in der nächsten Folie. Wie Sie hier auch in der Abbildung rechts sehen können, werden eben verschiedene Szenarien überlegt. Das machen nicht wir, dafür gibt es andere Experten. Aber was man schon mal sehen kann, es sind also die CO2-Emissionen dargestellt mit der Zeit. Und Sie sehen jetzt hier auch schon, die Abbildung ist nicht ganz neu. Sie begann im Jahr 2000. Wir sind inzwischen 20 Jahre später. Und Sie können ja ganz kurz mal überlegen, auf welchen von diesen Pfaden, die hier so damals überlegt wurden, wir wohl aktuell unterwegs sind. Der Hintergrund all unserer ganzen Studien und Überlegungen zum Geoengineering ist eben auch, dass wir sagen, ja, das Klimawandel schreitet voran. In Paris vor 5, 6 Jahren wurde festgelegt, dass nicht mehr als 2 oder sogar eigentlich nur 1,5 Grad maximale Erwärmung zugelassen werden sollte. Aber wenn wir die Emissionen weiter betreiben wie bisher, damit bin ich wieder bei der rechten Kurve, denn ja, wir sind bei der höchsten Kurve. Die blaue Kurve ist Business as usual und wir überschreiten die aktuell sogar. Wenn wir also so weitermachen wie bisher, dann erreichen wir dieses 1,5-Grad-Ziel in ungefähr 25 Jahren. Das heißt einfach, es ist eine enorm starke Emissionsminderung nötig. Was jetzt hier vielleicht ein guter Abzweig zu dem Vortrag eben, denn ja, wie könnte man das machen? Das ist sicherlich nicht so einfach, eine Dekarbonisierung innerhalb von 30 Jahren zu erreichen. Gibt es also eventuell Alternativen? Die anderen Kurven hier zeigen ziemlich scharfe Knicke zum Teil. Und das sind sogenannte negative Emissionen. Dort wird also bereits Geoengineering betrieben, das sogenannte Carbon Capture. Und bevor ich zur nächsten Folie gehe, einmal kurz gesagt, ich werde hier demnächst noch mehr über solche Szenarien kurz reden. Ich rede dann bei einem starken Szenario über die blaue Kurve, also das Business as usual. Es geht weiter wie bisher. Wir haben starken Anstieg der CO2-Emissionen. Und das mittlere Szenario wäre die schwarze Kurve, wo also wir schon dann irgendwann versuchen, ein wenig was zu unternehmen, dass der Klimawandel nicht ganz so stark ist. So, nächste Folie bitte. Können wir den Klimawandel heilen oder seine Folgen heilen? Gleich weiter. Was ist denn eigentlich Climate Engineering oder Geoengineering, Climate Intervention? Diese drei Begriffe werden synonym verwendet. Die einen sind mehr in Europa, die anderen sind vielleicht mehr in den USA oder in Amerika beliebt. Also sie sind synonym. Das Ganze bedeutet als Definition der Royal Society, dass wir Climate Intervention ist eine deliberate large-scale manipulation, also eine absichtliche großskalige Manipulation des Klimas, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Und die Betonung liegt ja auch auf absichtlich. Dahinter steht natürlich auch der Gedanke, dass unsere CO2-Emissionen nicht absichtlich sind. Vielleicht können wir sie als Gewohnheitsrecht bezeichnen. So, nächste Folie bitte. Ja, hier sind aufgezeigt sehr viele verschiedene Methoden, die man weithin unter Climate Engineering zusammenfasst. Im oberen Bereich der Abbildung sogenannte Strahlungsmanagement, wo versucht wird, in den Energiehaushalt der Erde einzugreifen. Im unteren Bereich
die Senkung der CO2-Konzentration, CDR oder Carbon Dioxide Removal. Darunter versteht man zum Beispiel Techniken wie das Aufforsten, es sei also großflächig versucht, Bäume zu pflanzen oder auch andere Energiepflanzen, die sehr schnell wachsen, würden sich in dem Fall auch eignen. Diese Bäume würden dann gefällt werden, wodurch man eben, weil sie ja zum Wachsen sehr viel CO2 aufnehmen, versuchen würde, auf dem Wege das CO2 eben aus der Atmosphäre herauszuholen. Man könnte diese Bäume dann verbrennen und müsste aber das CO2, was sie in dem Moment wieder freisetzen, auffangen. Das ist dann das Carbon Capture. Das Gleiche könnte man auch machen, indem man versucht, direkt aus der Atmosphäre das CO2 herauszuholen, zum Beispiel durch die hier aufgezeichneten künstlichen Bäume. Solche Technologien sind im Prinzip da, aber bisher auch noch nicht in großem Rahmen getestet. Und das große Problem, was wir dabei haben, ist, dass wir natürlich dieses CO2, was wir aus der Atmosphäre rausholen, auch speichern müssen. Und diese Speicherung müsste sicher sein. Denn CO2, wenn das irgendwo entgast, ist auch nicht so gut für unsere Gesundheit. Und vor allen Dingen ist es sehr energieaufwendig, das CO2 einzufangen. Und insofern, wenn es dann gleich wieder entgasen würde, würde das nicht sehr viel bringen. Mögliche Speicher wären Kavernen, wo jetzt auch Gas drin ist oder Öl. Die könnte man als sicher annehmen, aber man weiß auch, dass die von ihren Kapazitäten nie ausreichen würden, um das alles wieder aufzunehmen, was wir in die Luft freigesetzt haben. Wir denken dann nur an die zusätzliche Kohle. Nächste Abbildung bitte. So, kurz zusammengefasst. Carbon Dioxide Removal, also das CO2 aus der Luft entfernen, klingt super, denn wir packen einfach das Übel an der Wurzel. Das ist halt insofern schon wirklich gut. Wir erwarten einen weniger Temperaturanstieg, wir würden die Ozeanversauerung angehen und hätten weniger Klimawandel. Aber natürlich bei so viel Positivem, es gibt immer ein Aber, denn wie eben schon gesagt, es benötigt sehr viel Energie. Es ist derzeit völlig unklar, wo das eingefangene CO2 gespeichert werden könnte. In Deutschland hat sich noch, glaube ich, kein Bundesland dazu bereit erklärt, das eventuell zu übernehmen und seinen Untergrund danach zu erkunden. Sind die Speicher sicher? Die Technik ist zwar teilweise getestet, aber bisher nicht in großen Mengen verfügbar. Und andere Techniken, wie eben zum Beispiel diese Aufforsterung oder insgesamt Bioenergy, braucht große Flächen, die nicht unbedingt so immer überall zur Verfügung stehen. Es könnte also Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion auftauchen und gleichzeitig könnten wir auch ein weiteres und noch stärkeres Problem mit der Biodiversität erreichen. Und ein Problem, was wir immer als Moral Hazard bezeichnen, ist, dass wenn wir wissen, wir haben solch eine Technik an der Hand, dass wir dann eventuell noch weniger bereit sind, uns über Emissionsminderungen Gedanken zu machen. Die nächste Folie. So, nun kommen wir zu dem Beispiel, wo eben mein kleines Kästchen auch drauf abspielte, eine Schwefelschicht in der Stratosphäre. Nächste Folie. Das ist dann hier im oberen Teil der Abbildung das Strahlungsmanagement, wo nämlich versucht wird, die Einstrahlung der Sonne zu verringern oder die Reflektivität der Erde zu erhöhen. Die Spiegel im All verringern gleich direkt die solare Einschwellung. Da würde man oben am Lagrange-Punkt versuchen, Spiegel anzubringen oder Satelliten, die entsprechend spiegeln, um halt ausreichend Sonnenlicht zu reflektieren, dass wir hier am Erdboden weniger Sonnenlicht bekommen. Aber die Technik ist enorm teuer und wäre immens aufwendig zu warten und zu installieren. Mir haben Ingenieure gesagt, dass sie keineswegs davon ausgehen, dass das jemals so möglich wäre. Ein anderer Ansatz wäre, eine künstliche Wolkenbildung über die Ozeane kleine Schiffe fahren zu lassen, die beständig Seesalz versprühen. Das würde dann dazu führen, dass in den Wolken mehr kleine Teilchen vorhanden sind. Dadurch ist die Wolke heller und würde mehr Licht reflektieren. Und der Ansatz, mit dem ich mich relativ viel beschäftigt habe, sind reflektierende Aerosole, die man in die Atmosphäre einbringt. Nächste Folie bitte. Das ist das Beispiel, was Vulkane uns vorgemacht haben. Ein großer Vulkan wie der Pinatubo 1991, das war der größte Vulkanausbruch im letzten Jahrhundert. Der hat also so viel SO2 in die Stratosphäre eingebracht. Die Betonung liegt hier auf Stratosphäre, denn es muss einfach
in diese Höhe gebracht werden, das Material, dass wir oberhalb des normalen Wettergeschehens sind, also jetzt ungefähr 20, 24 Kilometer Höhe, denn sonst ist Schwefel so wasserlöslich, dass es sofort ausregnet. Ein großer Vulkan hat also SO2 in die Stratosphäre eingebracht. Dort wird daraus Schwefelsäure gebildet, was dann kleine, feinste Teilchen bildet. Diese Teilchen reagieren mit Strahlung, mit solarer Strahlung. Sie streuen das Licht, das heißt, sie senden einen Teil davon zurück in den Weltraum und einen Teil geben sie dann als gestreutes Licht an die, zu uns an den Boden ab. Aber es würde eben weniger Strahlung, solare Strahlung unten ankommen. Damit kommt es zu einer Abkühlung an der Erde. Das hat der Ausbruch des Pinatubos gezeigt. Dort waren es so grob ein halbes Grad Verringerung der globalen Mitteltemperatur. Gleichzeitig nehmen diese Teilchen aber auch die terrestrische Strahlung aus, langwellige Strahlung nimmt und diese Schicht erwärmt sich, was dann wieder Einfluss hat auf die Dynamik in der Höhe, in der diese Schicht ist. Diese Teilchen bleiben nicht dort, wo sie sind. Diese großen roten Pfeilchen hier deuten an, dass große Transportgeschehen stattfinden. Pinatubo in den Philippinen war also in den Tropen. Diese Wolke hat ungefähr 3 Wochen gebraucht, bis sie einmal um den Globus gewandert ist. Und von dort aus hat sie sich dann, also einmal entlang des Äquators um den Globus gewandert ist. Und von dort aus hat sie sich dann zu den Polen hin weiter ausgebreitet. Die nächste Folie bitte. Nächste Folie. Danke. So, und eine Frage ist natürlich jetzt in unserer Modellwelt, wie viel Schwefel bräuchten wir denn noch? Ganz kurz schon geantwortet, es ist unklar. In der linken Abbildung haben wir ein Szenario gerechnet mit 4 verschiedenen Modellen. Hier dargestellt die Menge an SO2, die injiziert wird, gegen die Zeit. Das Szenario war, dass wir gesagt haben, wir haben CO2-Emissionen wie die blaue Kurve, also ungebremst. Wir möchten aber das Klima der schwarzen Kurve haben. Und damit wir das erreichen können, war es eben notwendig, dass wir mit der Zeit immer mehr SO2 injizieren mussten und dass einige Modelle eben am Ende 40 Teragramm SO2 injizieren mussten, andere brauchten dafür nur 20. Was heißt 40 Teragramm als Maß? Das wären ungefähr 2 bis 3 Pinatubo-Eruptionen pro Jahr. Und diese SO2 wird kontinuierlich emittiert. Das entspricht dann ungefähr der Menge von 50% der anthropogenen Emissionen von SO2, wie wir vor ca. 10 Jahren hatten. Die rechte Abbildung zeigt im Prinzip nochmal das Gleiche, aber ein ganz bisschen anders dargestellt. Es ist die Menge an Schwefel, die wir brauchen, um 1 Grad Abkühlung auf der Erde zu erreichen und soll nochmal darauf hindeuten, dass wir also wirklich nicht genau wissen, wie viel Schwefel wir denn dafür tatsächlich bräuchten. Denn die Modelle geben sehr unterschiedliche Antworten und das eine Modell würde mit der Hälfte des Schwefels den gleichen Effekt erreichen wie das andere mit der doppelten Menge. Insofern ist es sehr unklar und wir wüssten also auch nicht, wenn wir eine bestimmte Menge in die Stratosphäre einbringen, wie würde dann die Antwort des Klimas tatsächlich darauf sein. Nächste Folie. Und was denkt die Erde über solche möglichen Investitionen und Interventionen? Unsere Klimamodelle sagen uns eben, ja, wir könnten die globale Temperatur mit Schwefel kontrollieren. Wie gesagt, der Vulkan hat sowas eben auch schon gezeigt. Aber unter Strahlungsmanagement wäre das Klima ein anderes als unter natürlichen Bedingungen, auch wenn die Globaltemperatur vielleicht erstmal gleich ist. Wir würden in die atmosphärische Zirkulation eingreifen, denn der Temperaturgradient zwischen Pol und Äquator verändert sich und damit wird dann weniger Wärme vom Äquator zum Pol transportiert und zum Beispiel die innertropische Konvergenzzone wandert nicht mehr so weit in Richtung Pol, wie sie es jetzt tut. Und wir hätten dann eben auch andere Regionen, in denen es halt entsprechend trocken oder feucht würde. Auch global ändert sich insgesamt die Regenmenge. Es ist davon auszugehen, dass wir ungefähr 5 bis 10% weniger Regen hätten bei dem Szenario, was ich eben beschrieben hatte. Was nicht heißt, dass es nicht Regionen gibt, in denen es trotzdem noch stark Niederschläge gäbe. Aber es gäbe eben auch Regionen, in denen zum Beispiel mehr Dürre herrscht und Regionen, in denen bisher keine Dürre herrscht, wo das aber vielleicht eintreten würde. Wir würden auch in den Monsun eingreifen, hätten eben insgesamt weniger Energie im Wasserkreislauf.
Und was passiert, wenn wir einen Abbruch von diesen Schwefelinjektionen tatsächlich eben herbeiführen würden? Im Modell können wir natürlich selbstverständlich damit spielen. Nächste Folie bitte. Wir haben uns das mal angesehen bei einem Szenario, wo wir angenommen haben, dass CO2 1% pro Jahr ansteigt. Das ist hier die gestrichelte Kurve, was die ganzen dort aufgezeichneten Namen sind, verschiedene Modelle, die das alles simuliert haben. Also die gestrichelten Kurven stetig ansteigend in der Temperatur, die hier dargestellt ist über die Zeit. Und unten die gestrichelten Kurven, die durchgezogenen Kurven zeigen nun dieses Experiment mit Geoengineering. Und ja, man sieht also, dass mehr oder weniger gut die verschiedenen Modelle in der Lage waren, die Temperaturänderung ungefähr bei Null zu halten. Das Ganze ging über 50 Jahre im Modell. Anschließend wurde Geoengineering schlagartig beendet. Und Sie können hier sehen, beim Jahr 50 geht also die Temperatur sehr schnell hoch. Also innerhalb von 5, 6, 7 Jahren sind wir fast nahezu bei der Temperatur, die wir ohne Geoengineering auch hätten. Nach 20 Jahren sieht man nahezu keinen Unterschied. Da stellt sich natürlich dann schon die Frage, ob Pflanzen und Tiere sich daran anpassen könnten. Vielleicht noch gerade wir Menschen, aber Pflanzen hätten sicherlich sehr, sehr große Schwierigkeiten, auf einen so schnellen und abrupten Klimawandel zu reagieren. Nächste Folie bitte. So, wäre denn Climate Engineering umsetzbar? Eins weiter. Eine Kollegin von mir, Simone Tilmes, hat sich dazu mal näher Gedanken gemacht und ihr eigenes Szenario entwickelt. In der unteren Kurve, die unteren Abbildung, die schwarze Kurve, zeigt die angenommenen CO2-Emissionen. Sie ist davon ausgegangen, dass wir einfach bis zum Jahr 2050 weitermachen wie bisher. Und in der Zeit wird sehr massiv Carbon Capture entwickelt. Das heißt, wir können dann CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen und die Kurve nimmt eben sehr stark ab bis hin zu negativen Emissionen. Heißt, wir holen mehr aus der Atmosphäre raus, als wir reingehen. Trotzdem würde es in der oberen Kurve, ist in die Temperatur dargestellt, es würde trotzdem zu einem Anstieg der Temperatur auf ungefähr 3 Grad im globalen Mittel kommen. Um dem entgegenzusteuern, dass wir eben nicht mehr als 2 Grad Temperaturerwärmung haben, hat sie zusätzlich SO2-Injektionen im Modell durchgeführt. Nötig waren dann ungefähr 9 Teragramm Schwefel, das entspricht grob einmal dem Pinatubo pro Jahr. Aber was ich hier persönlich sehr eindrücklich finde an dieser Kurve, ist eben auch der Zeitraum. Also begonnen hat sie zu dem Zeitpunkt ungefähr 2040, als sie 2 Grad hier in ihrem Modell erreicht wurden. Und es zeigt sich, dass sie eben ungefähr über 160 Jahre diese SO2-Injektion durchführen muss, obwohl gleichzeitig sehr stark Carbon Capture betrieben wird. Beides, also besonders auch das sehr starke Carbon Capture, ist eben sicherlich auch eine sehr idealisierte Vorstellung. Aber 160 Jahre Schwefelinjektionen durchführen, da stellt sich eben wirklich sehr, sehr schnell die Frage, können wir das den zukünftigen Generationen wirklich zumuten? Nächste Folie bitte. Ja, und Schwefelinjektionen gelten gemeinhin, so gesagt, unter Ökonomen als billig. Das kann ich nicht wirklich so gut beurteilen, aber ich habe mal versucht, die Kosten kurz aufzuzeigen. Es wird davon ausgegangen, nach einer Studie von japanischen Kollegen, dass es etwa 90 Milliarden pro Jahr weltweit kosten würde. Zum Vergleich, unser Bundeshaushalt betrug vor Corona grob 300 Millionen Euro pro Jahr. Man bräuchte dafür, um 1 Grad Temperaturreduzierung zu erreichen, etwa 1300 Flugzeuge, die so um die 7000 Flüge pro Tag durchführen müssten. Das müssen spezielle Flugzeuge sein, die überhaupt in diese Höhe kommen, was im Moment nur wenige militärische Flugzeuge überhaupt könnten. Zum Vergleich, in Heathrow, einem der größten Flughäfen, finden wir derzeit 1200 Starts pro Tag statt. Man muss aber natürlich dann keine Passagiere abfertigen. Aber ich hatte ja schon gezeigt, dass die Modelle sehr unsicher sind in der Schwefelmenge, die eingetragen werden müsste. Und diesen Daten liegt nun ein sehr positives Szenario zugrunde. Das eben gezeigte Szenario meiner Kollegin, das wäre ungefähr die dreifache Menge. Mein Modell auch noch mehr Schwefel. Und also es kann ganz locker gesagt werden, 3 bis 5 Mal so teuer ist auch wirklich drin. Das wäre ganz einwandfrei im Bereich der Unsicherheit. Nächste Folie bitte.
So, Zusammenfassung gesagt, Carbon Dioxide Removal entfernt uns das CO2 aus der Atmosphäre, kostet aber sehr viel Energie, kann mit Lebensmittelproduktion in Konflikt geraten und die Frage, wo können wir es sicher speichern und stehen uns die Technologien wirklich in ausreichendem Maße zur Verfügung, ist noch nicht geklärt. Mit Schwefel in der Stratosphäre können wir den Treibhauseffekt mindern. Wir sehen in den Modellen eben, dass es möglich wäre, aber wir sehen auch, dass das Klima anders wäre als ein natürliches Klima. Und ein Nebenfakt, den ich noch nicht genannt habe, ist auch, dass durch die Streuung des Lichtes wir keinen tiefblauen Himmel mehr hätten, sondern ständig einen milchigen Himmel, wo dann vielleicht die Psychologen wieder ins Spiel kommen. Das hätte sicherlich auch Einfluss. So, und Klima ist eben auch nur ein Aspekt von Climate Engineering. Nächste Folie bitte. Denn es stellt sich halt auch die Frage, wie sollte ein gesteuertes Klima aussehen? Wer hat denn am Ende die Hand am Thermostat? Welches Klima wollen wir? Ein Klima oder auch eine globale Temperatur angenommen, das die USA prima finden oder das Russland prima finden. Diese zwei Länder haben sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und dann nehmen wir ein tropisches Land wie Indonesien dazu. Die möchten sehr sicherlich, dass die Temperatur deutlich reduziert wird, werden die Russen eventuell sagen. Auch mehr Weizenproduktion in Regionen, die jetzt im Moment tief gefroren sind, hätten wir ganz gerne. Wir müssen es über viele Jahrzehnte betreiben. Können wir das den künftigen Generationen aufbürden? Wir brauchen dafür internationale Gesetze und Abkommen, wie zum Beispiel das internationale Abkommen zur Ozeanverschmutzung. Wir müssten in der Lage sein, Aktionen einzelner Staaten oder sogar einzelner sehr reicher Menschen zu verhindern. Wir bräuchten ein Haftungssystem, das eben ein Land, das den Eindruck hat, wir leiden jetzt stärker, als es unter Geoengineering der Fall wäre, eventuell vor ein Gericht gehen könnte und gewisse Kompensationen bekommen könnte. Und zur letzten Folie bitte. Nächste Folie. So, können wir den Klimawandel heilen? Meine Antwort ist nein. Emissionsminderung ist der vernünftigste Weg. Und auch ohne Emissionsminderung, wie das eine Beispiel eben schon gezeigt hat, wäre kein Climate Engineering machbar. Denn selbst mit starken Carbon Capture, wie in dem Szenario angenommen, bleibt 160 Jahre Schwefelinjektionen jetzt angenommen, wir machen Emissionssteigerung wie bisher weiter, da kann so einfach kein Climate Engineering gegen ansteuern, das wäre völlig unmöglich. Aber auch wenn ich jetzt Nein sage, ich denke schon, dass wir daran forschen müssen, dass wir einfach wissen, was Climate Engineering für uns als Gesellschaft und auch für das Klima bedeutet. Aber gerade Solar Radio Management ist keine Methode, auf die wir uns verlassen können. Herzlichen Dank. Thank you.